Hallo und willkommen zu einer Folge Crusader Kings 3. So, wir wollen heute wieder ein bisschen Krieg führen. Wir wollen nämlich hier oben auf jeden Fall schauen, ob wir vielleicht irgendwie auf jeden Fall beide einnehmen, vielleicht. Oder nur einen, wie auch immer. Und dann sind die unten gerade im Krieg. Das heißt, danach können wir vielleicht, je nachdem, wie der Krieg zwischen denen ausgeht, hier einfach reingehen. Denke ich, hier will ich. Die brauchen wir, glaube ich, auch noch. Und ich glaube, das Stück brauchten wir noch für Dänemark. Für Dänemark, sag ich schon, für unser Königreich der Nordsee. Nee, Entscheidung da. Wo ist es denn? So, wir brauchten dafür, ja, das Ding ist, also ich will die beiden, glaube ich, erst recht spät haben, weil ich will so spät wie möglich irgendwie an Schweden angrenzen. Weil die haben jetzt natürlich auch ganz Krieg gegen, zumindest gegen einen Teil von Schweden, deswegen, ja, die sind auf jeden Fall die Stärksten, die hier gerade irgendwo sind. Und die haben sich auch schon ein Stück von Dänemark hergegründet, oder? Das war gleich am Anfang auch nicht so. Ja, aber wir holen uns erstmal die hier. Das ist ein kleiner Fisch hier, den holen wir uns ganz schnell wahrscheinlich. Machen wir kurz einmal hier unseren Sammelpunkt wieder hin. Oh, wir haben gerade noch ein Kriegsvolk nochmal ausrufen. Tja, haben wir jetzt mal einen Reiter irgendwie, würde ich sagen, vielleicht. Wupp. Meinst du, das war jetzt eh noch nicht da, die Reiter an sich, aber egal. Sagt ihr, die schaffen wir auch so. Ich habe noch gar keinen Krieg ausgerufen, ich bin so dumm. Oder? Ja, ich habe noch keinen Krieg ausgerufen. Ich habe ja aber noch meine Armee gerade ausgerufen. Ah, scheiße, das muss eh noch warten, weil die noch nicht sofort wieder ausgerufen werden können, ne? Ich bin so dumm, ey. Hast du. Halt. Hast du Verbündete? Oh ja. Okay, aber sind zusammen. Sind die beiden verbündet? Aber zusammen haben die halt 700, beziehungsweise 800 knapp. Wir haben 1500, also eigentlich bin ich halt immer noch stärker, ne? Von daher eigentlich kein Problem. Können auch unterwerfen einfach. Dann wird er einfach gleich zu unserem Vasall, ne? Wir müssen das Ding ja eigentlich eh wieder abgeben. Von daher können wir jetzt eigentlich echt einfach so den hier machen. Das Ding ist, wenn ich das mache, der ist ja wahrscheinlich übelst mad aber auf mich, ne? Macht es eigentlich mehr Sinn, das zu erobern und dann jemanden aus meinem Rat noch reinzustecken? Weil der eh schon freundlicher zu mir ist, oder nicht? So theoretisch gesehen. Oder täusche ich mich jetzt irgendwie? Ich meine, das ist sogar so. Den da oben können wir uns auch noch unterwerfen von der Theorie her. So. Na, eigentlich müsste der Typ da oben ja auch gleich kommen. Das werden wir überfallen irgendwo, toll. Ja, tatsächlich, da kommen wir eh nicht mehr rechtzeitig an. Wird unsere Stadt da unten halt überfallen. Gut, die kümmern sich um die Plünderer da oben, das wäre richtig gut für uns. Sie haben gar keine Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Ja, machen wir die Kontrolle noch sein, dann müssen wir auf jeden Fall unten die Kontrolle wieder reinbringen. Wenig Champions. Aber wenn wir ein bisschen Geld wieder haben, soll ich vielleicht da mal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein paar Champions einladen. Er zieht mit einem Truppkrieger los. Wir hatten es Anspannung. Worum geht's denn überhaupt? Die Bauern von Bababla sind ein abergläubischer Haufen und kommen regelmäßig zu mir und behaupten, sie hätten Zauberer, Riesen und verkleidete Götter gesehen. In der Regel achte ich nicht weiter auf Theatraklien. Was? Theatralik. Ach lol. Alter, ey. Wenn er irgendwo, ey, wie das auch fließt, allerdings versteht da, ey. Das gemeine Volk ist, doch diesmal haben die Bauern einen Beweis mitgebracht, den Leichnam eines berühmten Jägers. Die Brust ist aufgerissen und das Herz herausgefressen. Die Einheimischen beharren darauf, dass es sich hierbei um nichts weiteres handelt als das Werk eines Trolls. Und ich verlange, okay, bla bla bla. Okay, ich werde die Bestie eigenhändig töten. Ich ziehe selber los mit einem Kuchtrieb. Das heißt aber, wahrscheinlich kann ich dabei auch sterben, oder nicht? Tore kümmert sich hier um. Wer sind Tore? Wer bist du? Ach, ist mein Sohn. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, der dabei. was ist denn das hier unten? Das ist Volksmeinung. Ach, 70%. Ist jetzt nicht so gut eigentlich, ne? Tja.
Ich weiß ja nicht, ob ich dabei halt selbst sterben kann, aber es ist halt auch schon scheiße, wenn halt das Häuptlingstum von Austro-Auguri, wer ist denn das überhaupt? Ist das meine Hauptstadt? Ja. Und die natürlich jetzt wie 30 Jahre nach minus wie viel? 50 Feuerzumeinigung bekommt, ist schon ganz schön scheiße. No risk, no fun. Wir haben unser Herzogtum ja gegründet, heißt, selbst wenn wir sterben sollten, verlieren wir nicht ganz so viel. Okay, also hier sterben wir bei. Zu 74%. Zum Erbild an Kreis. So, hier sterben wir schon mal nicht bei. Aber wir haben Dauer auf eine schwere Verletzung vielleicht und wir kriegen trotzdem die 30 Jahre 50% minus Fleet. Wow. Ja, gut. Dann würde ich fast sagen, fliehen wir doch einfach. Oh, scheiße, ey. Ich habe mir schon gedacht, dass wir sterben. Ich habe nur gehofft, dass die Chancen wieder ein bisschen höher sind. Wir kämpfen gerade gegen Wölfe, Wolfstöter, ey. Egal. Na gut, tatsächlich, ich will jetzt hier nicht irgendwie auch keine schwere Verletzung haben. Das bringt uns auch einfach nur früher zum Tod. Tja. Schade, weniger Volksmeinung. Ist das leider so. Hält die Volksladung denn nur bei dem an? Weil 30 Jahre lebt der Typ eh nicht mehr. Machen wir noch bestimmt 10 Jahre. Ist die Volksbank bei dem dann nicht wieder bei 0 quasi? So gesehen. Hier bei der Domänenschwelle. Da bin ich ja zwei Domänen, oder? Ah ne, du hast gar keine dazu, bin doch doof, kannst du sagen so, hä? Okay, ja, dann geben wir doch dich aber gleich wieder ab hier wahrscheinlich einfach. An meinem Ratsverwalter diesmal genau. So. Und dich. Können wir eigentlich sofort unterwerfen von der Tür. Die verteidigen aber auch. Ah, die kämpfen gar gegen die da oben. Ist scheiße, wenn die jetzt einen haben wir automatisch gegen die. Die sind auch nicht so stark eigentlich. Von daher macht das eigentlich gar nichts. Wenn das so ist, nehmen wir auch mal dich. Setzen dich dahin. Und dich unterwerfen wir diesmal aber dann. Einfach mal so. Oh, das kostet nämlich aber 250 Ruhm denn. Lol. Nee, dann, sorry. Das ist deutlich unterworfen. Dann nehmen wir das hier. Das kostet 13 Frömmigkeit, also. Ist ja doch ein bisschen angenehmer, würde ich sagen. Unglaubliche Geschichten an der Tafel. Okay, ich muss den aber einen Hof holen. Ist ja halt Prestige, verliere was. Und ich bin ein großgünstiger Gastgeber. Allgemeine Meinung plus 5. Ich hole den Typ mal in meinen Hof. Oh, hat sich sonst noch irgendwas getan hier? Da ist gerade, oder hier ist auf jeden Fall gerade irgendwas passiert. Was immer genau da passiert ist. Das Ding ist doch, wenn wir das Ding hier haben, haben wir die Küste hier schon so weit wir brauchen an sich von, für unsere Entscheidung, oder? Verlobung erfüllt, schön. Warte mal, ja, Königreich, der Nordsee. Nee, doch nicht. Wir brauchen das andere Ding, dann nehmen wir uns auch noch. Okay. Das brauchen wir dann auch noch. So, unser Sohn ist jetzt verheiratet, das heißt, an sich könnte jetzt schwanger werden, aber wir wollen den ja eh enterben und dann hoffentlich den hier zu einem Erben machen. Oh, ich habe ja noch gar nicht das Ding ausgewählt. Okay, dann gehen wir bei dir auf jeden Fall auf Diplomatie, würde ich sagen. Eigentlich hätte ich gerne Verwaltung gemacht für Geld, aber wenn er da schon ein Minus hat, ist das wahrscheinlich nicht so praktisch. Dann halt Diplomatie. Dann gehen wir für ein bisschen Prestige. Oh, wir haben auch ein Artefakt genommen, ein Schwert. Ein Schwert, dann können wir unser Dolch ja wieder ablegen wahrscheinlich. Jo. So, lösen wir die auf. Lass den kurz ein bisschen regenerieren. Das Ding geben wir sofort wieder ab hier. Tja, und zwar unseren Champion vielleicht denn. Das sind auch eigentlich welche Randoms hier alles, ne? Hier unten haben wir unseren Ratskanzler, Ratsverwalter. Und die haben aber schon ein Dings, ne? Deswegen. Dann geben wir es unseren Champion hier. Ja, wenn er schon für im Krieg für uns gekämpft hat, hat er sich auch ein Stück Land verdient dadurch. Deswegen wollte ich eh mal gucken, ob wir nochmal einen neuen Champion irgendwie rekrutieren können, irgendwie, ne? Und 19 Kampfgeschick, wie viel Geld willst du haben? 30. Na komm, holen wir uns.
Dann hätte er, dann können wir mit dem gleich in den Krieg ziehen und dann das nächste Stück Land annehmen und kriegt er gleich ein Stück Land. Weil es reicht eigentlich schon an Regenerierung hier, ne? Komm. Ab in den nächsten Krieg. Sagen wir, wenn wir klein sind und von jemand anders eingenommen werden, können wir hier alles einnehmen, was wir wollen. Krieg erklären, Grafschaft. Bam. Einer. Also, wie heißt unser Land eigentlich? Ekdafiliki. Alles klar, cool. Das wollte ich schon immer mal heißen. Das Ding ist, was genau reicht das an sich nachher, wenn wir das Ding hier noch haben? Das müsste auch Norwegen sein. Ich weiß nicht, ist das hier Schweden oder Norwegen, ist die Frage. Ist die Grenze nicht eigentlich genau hier so zwischen? Wahrscheinlich ist das noch, müsste eigentlich zu Schweden gehören, oder? Würde ich das behaupten? Ist hier die Grenze von Norwegen denn? Das ist die Frage, was man eigentlich überhaupt, ob das reicht, um überhaupt Norwegen dann zu gründen nachher. So, 27%, wir halten 100 Erfahrung. 45%, 50 Erfahrung, verlieren 5 Geld und 27%, wir verlieren einfach. Hier ist alles, hier ist 40-40 und 20. Das ist auf jeden Fall besser für uns hier schon mal als weiter, oder nicht? Eure Worte erscheinen mir weise, Kriterie. Oh, wir haben noch einen Norden, wann haben wir dich denn eigentlich herbekommen? Einbildung, Zweikampfgeschick und Bildungslebenswandel. Obwohl, haben wir ja gerade gar nicht mehr Bildung, aber trotzdem. So, damit haben wir dich auch. Das heißt, die Küste haben wir quasi fertig. Ich meine, wir können natürlich noch mehr annehmen, wenn wir wollen, so ist nicht. So, das geben wir gleich unseren neuen Champion. Oh, hier ist er ja. Bitteschön. So, warte, wir gucken mal. Warte mal, wir müssen noch kurz einmal Königreich einblenden. Norwegen. Nee, das ist doch auch Norwegen. Ist echt hier? Ist das ja auch die normale Grenze von Norwegen? Norwegen geht doch nicht hin so runter, oder? Tja, ja gut, das gehört ja auch nicht zu, mehr zu Dänemark mehr zu. Das ist ja eigentlich auch Schweden hier, oder nicht? Das ist ja nicht die originalen Grenzen von den Ländern. Okay, wir brauchen 16 Stück. Da reicht auf jeden Fall nicht, wenn wir das Ding hier einnehmen. Also das brauchen wir noch, das und das. Sind 4 Stück noch. Da haben wir gerade mal 12. Das heißt, wir müssen eh noch 4 andere Grafschaften einnehmen, um Norwegen später gründen zu können. Und wir brauchen ja die Titel Norwegen an sich. Das heißt, an sich können wir oben auch einfach weitermachen. Der hat auch nicht so viel. Den können wir noch einnehmen. Der nicht unbedingt. Weil wir haben wir noch Verbündete? Sind Verbündete irgendwann ausgelaufen? Nee, wir haben ja so andere Verbündeten. Das heißt, an sich könnten wir auch immer dazu rufen. Das Problem ist genau, die sind eh im Krieg. Und mit denen sind wir ja auch verbündet. Aber die sind gerade nicht im Krieg. Die könnten wir ja rufen mit 5000 Leuten. Glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie viel das halt kostet, wenn wir die rufen. Aber das Ding, das bringt uns auch nichts, weil wir können die wahrscheinlich eh nur wegen der Grafschaft angreifen. Wir könnten halt unterwerfen. Das Teil komplett. Aber wenn wir das machen, dann können wir nicht mehr als Verbündeten rufen. Dann haben wir nicht mehr genug Prestige dafür. Das heißt, wir begnügen uns erstmal weiter mit den kleineren Leuten hier oben. Und machen wir gleich weiter. Dann nehmen wir dich mal als nächstes ein. Krieg erklären. Grafschaft erobern. Weil sich so schnell wie wir zum Königreich kommen, desto besser für uns, weil dann verlieren wir halt gar nichts. Weil unser Haupttitel bleibt ja immer unser Königreich. Das heißt, unsere anderen Erben bekommen ja maximal Herzogtümer unter uns. Und ich weiß, deswegen ist, ich hab's noch nie so weit kommen lassen, dass ich mehrere Erben hatte. Weil ich hab jemanden weder enterbt oder sonst irgendwas gemacht. Aber eigentlich müsste es ja dann so sein, dass der Typ dann einfach nur das Herzogtum vererbt, aber er immer noch unter uns herrscht, einfach weil wir ja der König sind, oder nicht? Wir verlieren halt, wenn dann nur Domänen. Also wenn wir jetzt 4 Domänen haben, haben wir halt nachher noch 2 Domänen, aber an sich gehört uns immer noch alles. Von der Theorie her dann nicht. Von daher, desto früher wir irgendwie Königreich bekommen, desto besser für uns. Oh, der hat sich wer hat sich da angeschlossen? Halt, stopp. Nee. Ja, und irgendwas. Hast du den Krieg? Hä? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für uns war. Ob das irgendwie gerade ein anderer Krieg war, der sich irgendwo angeschlossen hat. Ich
Verbündeter des Feindes tritt Krieg bei. Jetzt doch, oder was? Jo, wer ist er denn? Du 900. Und du bist nicht mehr so stapel. Hm. Könnte aber knapp werden, wenn der da reinkommt. Könnte knapp werden. Wenn die halt wieder zurückkommen mit der 300 und die mit 900 da reinrennen, dann müssen wir auf jeden Fall einen Rückzug machen. Dann die Frage, wie viel kostet es, wird es uns kosten, Verbündeten ranzuholen? Ich hab schwierig darauf geachtet, meine Verbündeten, ne? Das ist ein bisschen dumm. Kann ich ihn denn zum Gerichtskampf herausfordern? Was für Ding, Alter? 150 Prestige, das geht ja sogar noch. Tja, aber ganz ehrlich, rufen wir den jetzt für eine so eine kleine Grafschaft? Da würde ich fast eher sagen, wir machen ja lieber einfach einen weißen Frieden oder so, wenn es sein muss. Würde doch momentan annehmen. Das heißt, wenn wir sehen, die kommen, da können wir immer noch einen weißen Frieden machen, einfach lieber. Anstatt jetzt die 150 Prestige für so eine kleine Grafschaft hier rauszuhauen. So, können für Druckmittelbezahlung verlangen. Steuern eintreiben. Oder Gebäude, das Ding steuern. Was machen wir überhaupt gerade? Ganz halb bei unserem komischen Typen hier. Ist das Steuern eintreiben? Ja. Dann machen wir, glaube ich, das, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld dadurch bekommen, erstmal. Okay, wir finden gut, dass die den Krieg beigetreten sind. Bisher aber nichts machen. Freut mich auf jeden Fall. Wahrscheinlich haben die es auch so gedacht. Ja, wir haben irgendwann mal ein Bündnis angenommen. Das müssen wir denen ja quasi helfen, aber machen einfach gar nichts. So treten wir Krieg einfach nur bei. So Alibi-mäßig. Wo da sind die? Die sind irgendwie hier. Wo kommen die denn jetzt bitte her? Hätte ich jetzt mit dem Schiff kommen. Sind jetzt hier oben irgendwo rausgelaufen, mit dem Schiff hier rumgefahren und da angekommen? Egal. Tschüss. So, und wieder abgeben. Wen haben wir noch so? Mittlerweile haben wir kaum auf welchen, ne? Ja, eigentlich können wir den Typen ja schon geben. Den wollen wir eh erben. Von daher kriegst du aber das Teil hier. Dann erben wir dir später. Dann kannst du da einfach deine Grafschaft haben und fertig. So. Den können wir auch noch einnehmen. Also, ich könnte auch beide von euch einnehmen. Es wird halt schon knapp, ne? Wir müssen auf jeden Fall erstmal voll generieren hier. Jawohl. Wir haben 1800, wenn wir voll sind. Null. Auch gut. Das wusste ich gar nicht, dass wir so viele haben. Dann warten wir mal ein bisschen. Ja, die hier werden vielleicht eher mal sonst kritisch werden, wenn wir da jemanden andocken. Die haben auch 1300. Neue Ansprüche. Jarl Duck hat einen freien gelassenen Anspruch auf Häuptlingstum von irgendwas. Wo ist denn das? Okay, wer genau hat jetzt den Anspruch darauf? Wer bist du? Der Typ darauf hat einen Anspruch von da oben. Tja, wenn der den haben will. Aber das Ding ist ja, beim Verteidigungskrieg können wir Verbündete immer rufen, das kostet uns ja nichts. Wenn der Typ mit seinen 5000 dann hinten kommt, solange der nicht selber im Krieg ist, können wir auf jeden Fall easy verteidigen. Die ist nochmal schwanger geworden? Ey, du kannst doch einen Sohn. Was heißt, wenn wir jetzt scheiden lassen? Ist das trotzdem mein Sohn? Also klar, es ist mein Sohn, aber ist dann trotzdem erbberechtigt. Weil noch eine Ding, das kriegen wir nicht hin. Noch eine Enterbung. So, können wir jetzt was aussuchen. Sie ist zufrieden, demütig, zynisch. Was sind demütig? Meinung und Frömmigkeit. Im Spiel ist eigentlich scheiße für sie, weil sie ist eigentlich nur für uns, dass sie später unsere Radspitze werden soll. Was mal zynisch nochmal? Das Kränke spielen so. Minus Frömmigkeit, aber ist ja nicht so wichtig. Die wird zynisch. Tja. Das Ding ist, eigentlich können wir sie mal hier verloben. Und Bündnis aussandeln. Alter, wie sind wir denn der Typ hier? Wo bist du denn? 4000 hat der. Hä? Das ist deine Kackstück da? Das hat 4000 Einheiten? What the fuck? Was sollen wir so machen? Wer ist denn der Stärkste? Und jetzt wollte ich gerade. Ey, wer bist denn du? Bündnis mit dem hier. 500. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Tja. Mach ich das jetzt? Na komm. Wohin können wir die später, aber haben die ja nicht mal als Radspitze, oder? Ist sie nicht einmal bei ihnen mit zu Hause quasi? Eigentlich brauche ich ja noch kein Bündnis. Eigentlich können wir das mal aufsparen. So von der Theorie her.
Vielleicht haben wir später ein stärkeres Bündnis, wenn wir es dann wirklich brauchen. So, okay, aber ich würde sagen, das war's auch wieder für heute. War aber an sich ganz erfolgreich. Gutes Stück eingenommen von Norwegen. Nächstes Mal dich. Dich. Dich können wir auch einnehmen von der Türe her. Das Ding können wir einnehmen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Die hier noch alle einnehmen, die vier Stück. Vielleicht. Den einmal vielleicht nochmal das Stück hier unten. Ja, dann auf jeden Fall erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.